Na, okay, also es ist eine ehemalige Haltestelle, also da dürften jetzt eigentlich keine Züge mehr durchfahren. Dann sind wir ja sicher, dann dürfen wir auch auf den Gleisen herumlatschen. Naja, good place to live ist es auf jeden Fall nicht hier. U-Bahn fährt hier aber noch Parallelgleis, wie sich das anhört. Ich hoffe mal, die da oben sind nett. Da blinkt auch noch etwas. Oh, wieder ein neues Outfit. Ein Roadworker-Outfit für unser Darkling. Ach, wie süß. Und hier blinkt auch noch eine kleine Notiz. Wunderbar. Dann haben wir noch eine Bauarbeiteruniform gefunden. Ich hoffe mal, ihr seid jetzt nett drauf. Hallo? Better go back the way you came, pal. Cops shut down the entrance to the old Turkish Pass a year ago. By special order from Captain Edward Strode. Did you hear it? That cocksucker Strode stole our best hangout. Okay. Why don't you tell me what you know about Strode? Eddie Strode is the biggest cocksucker on this side of the river. That fucking guy broke my brother's leg one time because he didn't know the capital of Denmark. I told him it was Copenhagen. Tell me about the Turkish baths. And you know another thing, we used to have a passes down to the old baths. They closed the place down after a couple of old ladies drowned one time. It was the warmest place in the city to sleep on a cold night. That bastard Eddie Strode stole it from us. Oh, hey. Good luck getting in there, pal. You need an accomplice and a half a ton of dynamite. Okay. Yo, have a great day. Okay? Yeah. Ja, werde ich haben. Dankeschön. Okay, hey. Hey. I wouldn't try going in there if I was you. The entrance is blocked. Besides, you don't want to get close to DeVal's people. Moment mal, DeVal's people? Das war doch der Typ, der uns da draußen den Auftrag gegeben hat, seinen Bruder zu finden, oder? Okay. Es scheint auf jeden Fall kein netter Typ zu sein. Und... Oh, wow, 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 wow. Wir sind hier auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. Na, super. Na, ihr... Oh, du bist ja süß. Hey! Da haut mich diese Mutti. Ich glaub's ja nicht. Das scheinen dann wohl eher The Vault's People zu sein. Ja, gerne. Wenn ich jemanden finde, den du cutten kannst, darfst du das gerne tun. Aber erstmal hier ein bisschen das Licht ausmachen, ne? Mein Freund. Du mich auch. Na, mach was für dein Geld. Okay, da hinten war anscheinend auch noch eine Schnalle. Das hörte sich zumindest nach einem weiblichen Schrei an. Ja, warum nicht? Dankeschön. So. Da haben wir noch was. Und hier haben wir nichts. Das ist nicht so toll, aber egal. Komm schon, geh nach vorne. Tu deine Arbeit. Mach es dunkel. Wow. Kommt der hier um die Ecke gedüst. Könntest auch mal was hier machen, Mann. Hier ist Licht. Du sollst dich doch um das Licht kümmern. Also dieser Lightkiller ist mir irgendwie ein bisschen unsympathisch. Der macht nie das, was er eigentlich soll. Nämlich die Lichter ausmachen. Er macht alles, nur nicht das.
So, ich glaube, also hier geht's auf jeden Fall weiter. Das weiß ich. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, ob ich da unten komme. Ich glaube, ich erst später rein. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Oh, shit. Okay. Ah, hier ist das mit den Fallen. Okay. Da sollte man jetzt besser nicht durchlaufen. Dazu missbrauche ich einen meiner Darklinge. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Ja, dann komm mal her. Hier durch, mein Freund. Immer hier rein. Ja, genau. Dankeschön. So, der löst nämlich dann die Fallen aus. Und uns kann nichts passieren. Und da hinten liegt was zum Einsammeln. Juhu. Die Nummer 72, es ist so toll. Wow. Shit. Da war auch eine Falle, die habe ich gar nicht gesehen. Fuck. Gut, aber es ist nicht viel passiert. Wir sind ein bisschen angesenkt worden, aber sonst geht's uns gut. Dankeschön. So, aber hier ist erstmal noch ein bisschen Strom. Ja, geh da mal ruhig rein, ne? Das kommt gut. Naja, da komme ich aber nicht ran. Ja, ich weiß nicht, ob das das ist. Also hier will ich jetzt ungern rein. Reicht das, wenn ich das hier einfach abballere? Ja, das reicht. Nein, alles ist gut. Hier scheint nichts Großartiges zu sein. So, jetzt mal ganz vorsichtig. Oh, hier ist schon wieder eine Falle, die ich fast übersehen hätte. Komm mal her. Komm, geh durch. Wow. Warum auch immer er sich jetzt gerade in die Luft gesprengt hat, ich weiß es nicht. Diese Viecher, wow, sind mir manchmal ein Rätsel, aber nur manchmal. Oh, shit, okay, hier ist auch ein... Na toll, wieso löst du die nicht aus, die Falle? Das ist blöd. Aha, hier, help me, Lord Satan, your humble servant. Ich habe so das Gefühl, dieser Deval-Bruder ist ein Krawall-Bruder. Naja, der ist ein bisschen lala, der Typ, wa? Also auf jeden Fall haben wir den Bruder schon mal mehr oder weniger gefunden. Er ist nämlich hinter dieser Tür. Jetzt muss ich nur mal gerade überlegen, wie ich hier weiterkomme, weil ich nämlich gerne hätte, dass dieser Darkling hier die Falle auslöst, was er aber nicht macht, weil er anscheinend da unten drunter durch geht. Ach so, wir können aber da oben durch. Kann ich das mal kaputt machen, bitte? So geht's auch. Gut. Ja, warum nicht? Nee, hier komme ich nicht durch. Aber diese blöde Falle hätte ich gerne nicht mehr. Erstmal hier versuchen, mit den Köpfen hier durchzukommen. Vielleicht habe ich Glück. Puh. Ja, ein Traum. Aufmachen bitte. Nicht einfach zubeißen, ja, okay. Help! Help! So, das Problem ist jetzt nur, ich muss jetzt hier durch die Falle durchlaufen. Das ist jetzt irgendwie nicht so prall. Okay, naja, Augen zu und durch, wa? Oh, shit. Okay. Okay, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. So, und nu? Was jetzt? Wer bist du denn? What the fuck? Das sind zwei Leute, oder? Help me! Now it's not my time, Lord! What the fuck? Ja, und du? Moment.
Das bringt irgendwie nichts. Ah, hier sind die. Ah, hier kann ich aufmachen, oder? Wow. Hallo. Dann halt so. Und ich glaube, hier ist gerade ein Molotow-Cocktail geflogen. Beziehungsweise, ich glaube, dass die brennende. What the hell? Wo bist du? Komm raus, du Scherzkeks. Boah, meine Fresse. War das dieser Gewalttyp? Und wir haben das schwarze Loch. Yay. Was wir ja schon ganz am Anfang gesehen hatten. Und jetzt haben wir es auch. Das brauchen wir, glaube ich, auch gleich. Aber war das jetzt dieser Deval-Bruder? Keine Ahnung. Gut, jedenfalls muss ich erstmal hier hochkommen. Dazu brauche ich mal hier eine kleine Stufe zumindest. Oh Gott. Ja, noch ein bisschen nach vorne, oder? Ja, mal gucken, ob das reicht. Ja, Wollingen, super. Wo ist denn der Typ? Das waren doch zwei, oder? Oh, hier ist auch noch eine Notiz. Gut, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aber egal. Ich glaube, hier ist nichts mehr Großartiges. Aber hier können wir jetzt auf jeden Fall das schwarze Loch gebrauchen. Da kommt man nämlich hier durch. Nicht nur Volksbanken und Raiffeisenbanken machen den Weg frei, sondern auch schwarze Löcher. Zumindest hier in dem Spiel. Licht aus. Ich brauche die Energie. Kann ich mal bitte hier durch? Okay, ich glaube, ich brauche nochmal das schwarze Loch hier. Ah, jetzt. Ja, genau so muss das. Wunderbar. Ja, aber auch hier ist es so, wenn man nicht weiß, was man tun muss, steht man hier erstmal ziemlich doof in der Gegend rum. Gut. Hier ist es einfach zu hell für die Darkness. Ich verliere hier ständig meine Energie. Das ist nicht gut. I really don't like it. Oh Mann. Wow, wow, wow. Scheiße. Okay, das war Glück, dass ich die beiden jetzt genau ins Gesicht getroffen habe. Aber ein bisschen Glück muss ja auch mal sein. Na. Okay. Wunderbar. Nein, ich wollte die Arme. Okay, wo müssen wir jetzt hier weiter? Hier geht's nicht weiter. Müssen wir hier runter? Autsch. Ja, ich glaube, hier unten geht's weiter, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, und da drüben ist auch noch was zum Einsammeln. Komme ich da rüber gehüpft? Ich glaube nicht, oder? Oh Gott. Ich will aber nicht diese blöden Arme verwenden. Das dauert immer so ewig. Bis ich da dann dran. Uah, shit. Gut. Dann haben wir die jetzt mal nicht eingesammelt. Zu spät, um X zu drücken. Bin ich jetzt hier richtig oder eher nicht? Okay, ist schon mal eine. Ah, Turkish Baths. Gut, dann bin ich hier richtig. Hier ist auch eine Leiter. Das kommt immer gut. Das ist der richtige Weg. Da wollen wir ja hin. These are the old Turkish Baths. Schrott's secret warehouse full of stolen evidence. But I got a little birthday surprise waiting for me. Courtesy of good old Butcher Joyce.
All I gotta do is get through half a legion of bank cops, find that suitcase, and bring it back to Bridger. Das hört sich doch nach einer super einfachen Aufgabe an. Einfach mal durch ein paar Cops durch und dann passt es schon, wa? Alles Klärchen. Nicht aus. Dieses Zischen. Okay, so. You managed to make your way into the Turkish baths. According to Butcher, the briefcase is supposed to be stored somewhere in here, but who knows what you're gonna have to do to get it. Ja, was müssen wir tun, um diesen blöden Koffer zu kriegen? Oh, Monucci was here. Stand das nicht auch schon in der Canal Street irgendwo an der Wand? Monucci was here? Ich meine ja. The light grows dim. Okay. Erstmal hier alles dunkel machen. Na. Okay, ah, ich glaube, ja genau, hier müssen wir, glaube ich, weiter. Hier. Ich denke mal, hier kommen wir im schwarzen Loch wieder weiter. Ja, super. Und da war auch irgendwo noch ein Körper versteckt. Wo auch immer der sich versteckt hat, aber egal. Okay, hier kommen wir einfach nur wieder, hier kommen wir ja her. Alles klar. Okay, nur eine kleine Abkürzung zum Runterspringen quasi. Wow, nein, das war nicht. Verdammt. Das war ein falscher Fehler. Und das war noch ein falscher Fehler. Wieso hüpfe ich denn jetzt hier wieder runter? Mann. Ich wollte eigentlich eins weiter. So, da sind wir richtig. So, Junge, mach mal Platz. Mutti muss sich jetzt erstmal hier ein bisschen umgucken. So, okay, wir haben links und rechts die Möglichkeit. Ich guck mal, was hier so sein könnte. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Hier. Da blinket etwas. Ja. Okay, da war einfach nur was zum Einsammeln. Ich denke mal, wir müssen jetzt auf der anderen Seite. Da kommen wir eher weiter. Ich will die Arme. Hier mal die richtigen Farben zu finden. Also die roten Köpfe sind ja die Arme. Diese Orangenen ist die Creeping Darkness. Blau ist das schwarze Loch. Und grün sind die Darkness-Waffen. Boom, Baby. Zu viel Licht. Okay. Hard Rock. Oh shit, okay. Hier sind wieder Gegner. Dann probieren wir mal, hier durchzukommen. So, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Oh shoot! Und cool. Schießen die hier einfach auf mich. Das fände ich nicht gut. Oh Gott. Come on. Nein! Verdammt! Das gibt's nicht. Also die treffen auf jeden Fall ein bisschen besser als alle anderen bisher. Komm schon, bitte. Nur ein. Komm schon. Jawoll, super. Das Gute ist, bei denen muss ich ja nicht sofort die Herzen einsammeln, wie bei diesen komischen Untoten in dieser Zwischenwelt. Shoot!